Sturmkönig ist der letzte Boss in der vierten Welt von Demon's Souls. Der Kampf findet in diesem offenen Gebiet statt, nahtlos nach dem Ableben vom alten Helden. Es ist eine gute Idee, in diesen Kampf Schutzzauber wie Schutz oder Schonung mitzunehmen, da es in diesem Gebiet unangenehm Pfeile vom Himmel hagelt. Wenn ihr vom Eingang nach rechts blickt, führt ein langer Weg voraus. Rechts kommt ihr zu einer Ruine, links davon findet ihr das Schwert Sturmgebieter. Falls ihr zu der zaubernden Zunft gehört, könnt ihr Sturmgebieter ignorieren. Als Nahkämpfer dagegen ist dies ein hilfreiches Utensil gegen den Boss, denn mit eurem normalen Schwert reicht eure Reichweite nicht aus. Der Boss kreist wie seine Schergen über euch. Ah ja, das Fluggetier stört hier natürlich. Ihr könnt es auf dem Weg Richtung Ruine oder zum Sturmgebieter dezimieren oder die Flattermänner auch erstmal ignorieren und stattdessen gleich komfortabel von der Ruine aus bekämpfen. Die Ruine hier ist sozusagen euer Hauptquartier, euer Rückzugsort. Hinter ihren Mauern, vor allen Dingen hier auf der Rückseite, seid ihr vor allen Angriffen geschützt. Denn die geflügelten Schergen werfen recht hartnäckig ihre Pfeile auf euch. Sobald ihr aber den Luftraum hinreichend geräumt habt, gesellt sich dann irgendwann auch der Boss hinzu. Auch er bewirft euch mit seinen Pfeilen, nur dass die recht flächig einschlagen und auch einen ganz schönen Wumms haben. Greift ihn von der Ruine aus an und nehmt ihr Deckung, dann kann euch kaum etwas passieren. Hinter der Rückseite der Ruine könnt ihr euch sicher heilen. Der Boss ist ein ziemlich riesiges Ungetüm und hat gleich mehrere Angriffspunkte. Visiert einen Punkt an, der euch am nächsten ist und feuert eure Zauber, Pfeile oder mit dem Sturmgebieter auf ihn ein. Zu den empfehlenswerten Zaubern gehört hier vor allem Feuerhagel, weil das Fluggetier nicht so sehr auf Feuer steht und ihr mit diesem Zauber mobil bleibt. Weicht ihr den Pfeilen beim Zaubern aus, naja, so lange wird es euch die Gesundheit danken. Ihr könnt aber auch problemlos Seelenpfeil, Seelenstrahl oder Pfeil und Bogen einsetzen. Achtet beim Ziel mit dem Bogen nur darauf, nicht von anderen Feinden beschossen zu werden. Habt ihr Sturmkönig besiegt, schnappt euch die stürmische Dämonenseele und den reinen Wolkenstein am Keilstein. Eine Sache solltet ihr noch wissen, dieser Keilstein ist auch noch ein sehr beliebter Farming-Spot. Wenn ihr hierhin zurückkehrt, sind all die Schergen, die ihr eben besiegt habt, wieder da, der Boss natürlich nicht. Aber die Schergen kommen wieder und die könnt ihr wieder und wieder vernichten, um damit euer Seelenkonto aufzuhübschen. Mit der Dämonenseele könnt ihr bei Schmied Ed eine Waffe fertigen lassen oder bei Sankt Obain die mächtige Magiebarriere lernen. Dieses Wunder ist unwahrscheinlich praktisch gegen alle Feinde, die euch mit ihren Zaubersprüchen nerven. Denkt nur an all die vielen Bimmelmänner in Welt 3, dem Turm von Latria. Wirkt ihr Magiebarriere, können sie euch gar nichts mehr anhaben. Und zwar gar nichts, denn sie haben nur Zauber, sonst nichts. Es ist eines meiner Lieblingswunder. Und damit schließe ich dann dieses Video ab. Im nächsten Video geht es in die finstere Welt rund um das Tal der Schändung. Ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid und bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt an Like und Abo, falls ihr mögt, und habt noch viel Spaß in und mit Demon's Souls. Macht's gut und bye bye.